Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Moment. Zu einer weiteren. Hallo? Ja, zu einer weiteren Folge. Stellaris, Flucht nach vorn. Wo unsere raumfahrende Menschheit, die der explodierenden Erde entflohen ist, jetzt von diesen schnittigen Piraten hier angegriffen wird. Eine 400er Flotte, die gerade unsere Sternbasis im Satama-System angreift. Und ich fürchte, auch zerstören wird. Was wir allerdings machen können, ist, wir schicken unsere Flotte, und zwar die größere, gleich mal hier hin und kümmern uns um das Problem. So. Jutens. Okay, und hier Sternbasis bauen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Void Cloud 5000. Okay, dann gucken wir uns mal an, was die hier machen. Ja. Unsere Sternbasis ist Toast. Jetzt schießt er uns auch noch hier die Bergbaustation kaputt. Mining Station lost. Ja, großartig. Und jetzt bauen die hier hinten nämlich ja, hier haben die jetzt ihre Heimatbasis hingebaut aus Asteroiden und Sperrmüll, wie es aussieht. Engaging hostile fleets. Und da ist meine Flotte, sehr gut. Raumkampf! Construction online. Oh. Gerade wo ich runterstelle, sind sie fertig. Aber wir haben ja noch eine Sternbasis, die wir auch noch vernichten müssen, damit wir wieder. Spaceport under attack. What? Ja, kurz sorgen wir erstmal dafür, dass wir hier eine Tradition noch finden. Abteilung für öffentliche Arbeiten, Stadtdistrikte erhalten eine Wohnung zur Verfügung. Okay. So, jetzt können wir uns eine neue Ascension Perk aussuchen hier. Verfügbare Gesandte, gemeinsame Schicksal, da hätten wir dann mehr Diplomaten. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, weil wir stehen momentan so ein bisschen da. Imperiales Vorrecht, damit hätten wir ein plus 20% höheres Verwaltungslimit. Damit wären wir fast wieder, wo wir sein müssen, glaube ich. 20% von 74 sind ein Fünftel von, dann wären wir vielleicht bei 90 direkt von 105. Also besser als 74 von 105. Beherrschung der Natur macht, dass wir speziellen Erlass machen können, der unsere Planeten größer macht. Gemeinsame Vision macht, dass die Leute unsere Dings besser finden hier. Unsere machen wir mal das imperiale Vorrecht, das hat am meisten Vorteile. Hier 88 von 105 haben wir jetzt. Okay, beziehungsweise 105 von 88. Sternbasis hat im Satama-System eine Piratenstation vernichtet und ihre Sicherheitszelle geborgen. Es gibt uns ein bisschen Geld und ein bisschen
Mineralstoffe. Sehr gut. Ihr geht mal zurück zum Dings und lasst euch reparieren und schicken hier ein Konstruktionsschiff, das eine neue Bergbaustation baut hier. Dann können wir hier dann auch gleich weitermachen mit der Forschungsstation und hier eine Bergbaustation und hier eine neue Sternbasis. Und hier ist ein Forschungsschiff, das darf mal hier die Anomalien erforschen. So. Und dann stellen wir die Geschwindigkeit wieder hoch. Das sind Nekrophagen, okay. Colony founded. Sehr gut, das Baltic-System ist besiedelt mit der Dänemark-Kolonie. So, fehlt sonst noch was? So, hier erstmal nicht. Was haben wir hier? Atmosphärisches Halluzinogen. Die Luft dieses Planeten enthält ein natürliches Halluzinogen. Dies hält die Bewohner zwar bei Laune und hilft tatsächlich bei der Visualisierung einiger Physikprobleme, die mehr auf der esoterischen Seite liegen, aber es lenkt die Leute auch von anderer Arbeit ab. Stopp. Okay. Rückentwicklung. Es wurden jüngere Fossile der Baol gefunden, die jedoch nicht länger die Neurologie des Schwarms haben. Stattdessen fehlen die Organe, die für die Ephapse-Kommunikation steht da. Was ist das für ein Wort? Ephapse? Kommunikation im Subraum erforderlich sind. Die Kohlenstoffdatierung dieser Exemplare hat bestätigt, dass die Baol einige hundert Jahre nach der Invasion der Gono damit begann, ihre Fähigkeit zu verlieren, die sie als Schwarmbewusstsein verbinden. Leider konnten keine weiteren relevanten Daten von dieser Fundstätte extrahiert werden. Äußerst merkwürdig. Coolio. Okay. Notsignal der Grunur. Unsere Wissenschaftler empfangen ein Notsignal mit den Datenprotokollen der Grunur. Es scheint aus einem uns unbekannten System zu stammen, das in der Nähe von Zeknor liegt. Welche alte Nachricht könnte es wohl enthalten? Unsere Wissenschaftler möchten den Ursprung des Signals untersuchen. Okay. Zeknor ist wo? Ach, da unten. Ah. Das ist eine tote Welt. Hier haben wir ein Forschungsschiff. Das darf mal das System erkunden. Dann haben wir hier ein Konstruktionsschiff. Das werden wir dann gleich, bevor unsere Freunde im Top-Mandat. Ja, die gehen ganz schön weit hier. Die sind hier unten und die gehen bis hier oben hin. Das ist ganz schön verstörend. So, wie geht's unseren Kemplers, unseren Vieren? Oh, wir haben eine neue Terraforming im Sahara-System. Oh mein Gott, das ist nicht toll. Bauen Colony Schiff. Nehmen wir wieder die Schneckenleute. Okay, das Sahara-System soll. Der Planet soll Alexandria heißen, sagen wir mal. Fertig. So.
Oh, wir haben zu viel Einfluss. Das heißt, wir können mal einen Erlass machen hier. Informationsquarantäne, mehr Stabilität, Befestigung der Grenze. Gehen wir schon wieder? Nee, das waren ja nur 10 Minuten. Okay. Dann weiß ich nicht, was du willst, lieber Wecker. Wir müssen noch mal 20 Minuten. Sonst ist die Folge zu kurz. Dachte schon, die Zeit vergeht aber wie im Fluch. Erlasse bei maximaler Kapazität möchte ich... Ach so, nein, können wir nicht. Okay, verbesserte Energieinitiative. Weißt du was? Wir gucken mal, ob wir hier irgendwelche Verträge machen können mit irgendwelchen Leuten, die uns mögen. Zum Beispiel den hier. Okay. Handelsabkommen. Ach so, das ist... Wir mögen uns. Nee, das ist herzlich. Warum können wir nicht... Haben wir hier schon Pakte mit denen? Wahrscheinlich ist das das Problem. Okay, Kontakte. Kontakte. Können wir mit den Hisma vielleicht handeln? Unabhängigkeit können wir denen garantieren. Beziehung, Krieg erklären, Ansprüche stellen, Handelsabkommen anbieten. Nee. Können wir nicht. Naja, dann haben wir irgendwie ein Problem. Aber wir können ja auch die Dinger loswerden hier, indem wir einfach mehr Systeme claimen. Oh, was ist das da oben? 1K Alienschiffe. Da können wir also momentan auch nicht hin. Ja, das ist ungünstig, aber ist halt wie es ist. Dann müssen wir halt, jetzt wird hier Einfluss produziert, mit dem ich gar nichts anfangen kann. So, ihr dürft mal gerne. New Technology discovered. Und Zielcomputer. Oh ja, sehr gut. Neue Forschung. Während die berauschenden Effekte der Atmosphäre von Dänemark nicht bestritten werden können, so gibt es doch Stimmen im Überlebenskomitee der Terraner, die vor den Suchtgefahren waren und ein hartes Durchgreifen fordern. Untersuchung. Situation log updated. Und wir brauchen Schilde. So. Gucken wir mal. Situationsprotokoll. Halluzinogen. Erforschen wir mal. Guck mal, der hier unten, der erforscht schon. Construction online. Cool. New technology discovered. Warum? So, okay. Planetare Hauptstadt. Mehr Bewohnbarkeit ist gut für unsere netten Flüchtlingsleute, weil die haben ja nur 23 Bewohnbarkeit. Research project concluded.
Die Atmosphäre von Dänemark ist ihrer berauschenden Effekte entledigt worden. Gut. System charted. So, du kannst jetzt hier Spezialprojekt machen. Gut. Und hier wird eine Sternbasis gebaut, so schnell wie möglich. Research Project concluded. Die Crew der RF Einstein hat das Notsignal der Grunur bis zu seinem Ursprung verfolgt, an dem eine zerstörte Forschungseinrichtung der Grunur in der Umlaufbahn eines ansonsten längst verlassenen Planeten gefunden werden konnte. Die Anlage befindet sich kurz vor einem kritischen Energieausfall und hat über Millionen von Jahren nur mit einem umfangreichen Netzwerk von Solarmodulen und mittlerweile verfallenen Autoreparatursystemen überlebt, die sich alle dem Ende nähern. Überraschenderweise zeigen Scans der Anlage die Anwesenheit einer einzelnen Lebensform. Die Crew hat ein Außenteam entsandt und ist bereit, dies zu untersuchen. Auf dem Bildschirm. Inmitten der verfallenen Ruinen der verwitterten Grunur-Forschungseinrichtungen zwischen längst nicht mehr existierenden Computerpanels und einer heruntergekommenen Forschungsausrüstung hat unsere Crew einen unglaublichen Fund gemacht. Durch Nährstoffröhren und kritisch versagende lebenserhaltende Systeme zusammengehalten, liegt ein einzelner Organismus vor ihnen. Der letzte Baol, der auf wundersame Weise noch am Leben ist, umgeben von den Überresten anderer Exemplare, die nur noch als Brühe in einer Reihe von gesprungenen und undichten Wannen liegt. Aufgrund unserer umfangreichen früheren archäologischen Untersuchungen der Spezies sollten wir die Kommunikation mit diesem letzten Exemplar versuchen können. Ein Besucher? Ist es möglich? Der Baol schüttelt sich in seinem Bottich. Ihr seid nicht diejenigen, die uns hierher gebracht haben, aber kamt, als der Alarm ertönte. Seid ihr gekommen, um uns endlich unseren Frieden zu geben? Vielleicht, aber zuerst haben wir noch einige Fragen. Der Baol schweigt einige Minuten. Dann fragt, wir haben Jahrtausende gewartet. Wir können einen Moment länger ertragen. Erzählt uns von euch selbst. Wir selbst? Wir selbst. Nun, was gibt es darüber zu erzählen? Wir saßen unter den Sternen auf welcher Erde? Auf weicher Erde, Entschuldigung. Und entfalteten unsere Blätter wie Segel in die Sonne. Wir erinnern uns an jeden Tropfen Wasser, der den Durst im ausgetrockneten Sommer gestillt hat. Jeden zitternden Raureif, der sie im Winter überdeckte. Wir bogen uns im Wind, als die Sterne über uns rollten. Wir wurden entwurzelt, wir wurden verbrannt, wir wurden in Scheiben geschnitten. Wir wurden hier zurückgelassen, wir haben beobachtet, wie die anderen unserer Art ihren Glasgefängnissen verfaulten. Was ist mit dem Baol passiert? Erneut schweigt der Baol für lange Zeit, Mabedi Bob, bevor er eine Antwort gibt. Als die Verbrennung kam, wurden ganze Kolonien zum Schweigen gebracht. Noch bevor uns die Gefahr bekannt wurde, dann verloren wir den Nächsten und die Nächsten. Eine Stimme nach der anderen hat den Chor verlassen. Wir verloren unsersgleichen. Ihr Schweigen betäubte die, die noch übrig blieben. Könnt ihr das verstehen, Besucher? Wir konnten es nicht ertragen, noch mehr Agonie zu hören. Die Verbrenner waren wie ihr. Schneller und bevor wir uns zurückziehen könnten, hatten sie uns bereits alle in Flammen gesetzt. Alles zu Asche verbrannt. Die Luft füllte sich mit dieser grauen Qual, dem Staub unserer Verlorenen. Möchtet ihr euch uns anschließen? Eine Art Schauer durchläuft den Baol. Ihr habt den eindeutigen Eindruck, dass er lacht. Nein, in diesem elenden Zustand haben wir bereits zu lange gelebt. Jetzt sehen wir uns nur noch nach einem Ende. Doch zuerst würdet ihr es uns erzählen? Wir sind hier so lange versiegelt, blind für alles außerhalb dieses Raumes und beobachten, wie die verbrauchte Luft die Station langsam bis zu ihren Metallknochen herunterzieht. Erzählt uns unsere Art. Lebt sie noch? In gewisser Zeit, in gewisser Weise, sie sind jedoch nicht mehr fühlend. Langsam, fast nicht merklich, schrumpfen die Blätter des letzten Baol in sich zusammen, immer nur ein wenig mehr.
Vielleicht ist es das Beste. Die Maschine, die mysteriöse Flüssigkeiten in den Körper der Kreatur ein- und ausführt, beginnt zu sprudeln und zu zischen. Es ist eindeutig, dass das letzten mechanischen Keuchen und der Baol wird ohne es zugrunde gehen. Okay. Stille! Endlich ist sie da. Wir begrüßen sie so, wie unsere Brüder vor langer Zeit es getan haben. Lebt wohl, Mensch, möge eure Art in dieser Welt weniger Leid ertragen. Bye! Cool. So, jetzt haben wir hier ein Relikt. Das ist großartig. Das kann nämlich tolle Sachen machen. Es kostet uns Einfluss. Davon haben wir jede Menge. Das ist großartig. Und zwar, wenn wir das, also erstmal unsere Bewohner wachsen schneller, das ist großartig. Und dann können wir Lebenssaat der Nubaol machen. Und da können wir jede beliebige Welt zu einer Gaia-Welt machen. Gaia-Welt ist großartig. Die ist eine Welt, wo alle Lebensformen drauf leben können, egal was für ein Heimatplanet sie haben. Also Leute, die sich auf einer Wüstenwelt entwickelt haben, können da genauso wie unsere Flüchtlingsfreunde, die von einer Tundra-Welt kommen, die fühlen sich da alle prima, die haben da alle im Grunde genommen 100% oder ich glaube 80% hier Bewohnbarkeit. Und das ist gerade das, was wir gebrauchen können, da wir hier sehr widersprüchliche Bewohner haben. Die einen mögen Kontinentalwelten, die anderen mögen Tundra-Welten. Und kann ich alle 10 Jahre benutzen. Also machen wir das einfach mal. So, dann gucken wir mal, wo wir die meisten Kempler haben. Auf 2 Planeten. Ja, das ist logisch, dass die auf 2 Planeten sind. Auf Thalassa haben wir 4% Kempler, das sind wie viele? Das sind 2. Und auf Dänemark haben wir keine. Auf Terra Nova haben wir auch 4% von 41. Also es sind auf beiden 2. Wo ist denn 63% haben wir hier? Und die beide 63%, ist also egal. Aber das ist Thalassa, ist unsere Hauptstadt. Also machen wir hier mal die Lebenssaat der Nubaol. Unsere Umweltspezialisten freuen sich, berichten zu können, dass der Terraforming-Prozess von Thalassa abgeschlossen ist. Der Planet wurde erfolgreich in eine Gaia-Welt umgewandelt, indem wir im Labor erzeugte Pflanzenhybride geschaffen haben, die sorgfältig ausgewählte Segmente des genetischen Codes der Baol enthalten. Erneut sind als Folge dieses Prozesses, den unsere Genetiker nicht gänzlich verstehen, eine Reihe von Nubaol entstanden, die sich das Terraforming, der Vollendung näherte. Okay, hervorragend. Wir müssen uns wohl mit ihnen befassen. Was soll das heißen? Hervorragend mehr Sklaven ist eigentlich nicht so unser Dings. Machen wir mal unglaublich. Okay, Nubaol 8%. Wow, das sind eine Menge scheinbar. 4 Stück. Okay. Die können nur auf Gaia-Welten leben und sehr langlebig, agrarisch, schmecken lecker, okay, und gemeinschaftlich und geringe Fortpflanzung. Also die sind eigentlich nicht so das Problem, die stellen eigentlich eher eine Bereicherung unserer Bevölkerung dar. Gut, jetzt haben wir auf Terra Nova noch 2 von den... die sind jetzt arbeitslos. Okay, die schicken wir dann mal zurück. Ach nee, die können auf der Welt gar nicht leben. Das ist ein bisschen knifflig jetzt. Also erstmal müssen wir die Kempler hier rüber schicken. Da führt kein Weg dran vorbei. Und dann schicken wir, am besten haben wir Bürokraten. Ja, das sind auch Kempler, okay. Okay. Ja, 100% haben die auf der Gaia-Welt. Also schicken wir die mal rüber. Und dann schicken wir 2 Entertainer, die sollen jetzt Bürokraten werden auf die andere Welt. Cool. Siehst du, jetzt sind 2 Bürokraten von Terra Nova sind jetzt auf Thalassa Entertainer geworden. Und 2 Entertainer von Thalassa sind auf Terra Nova jetzt Bürokraten geworden.
Und wir haben jetzt hier zwei arbeitslose Menschen. Und hier drei arbeitslose Nubarol. Ja, da müssen. Entschuldigung, da müssen wir wohl mit leben. Oder wir schicken die nach Dänemark. Auf Dänemark sind drei Jobs frei. Wir brauchen mehr Verwaltungsbüros. So, okay. Schicken wir die nach Dänemark. Nicht die Nubaol, das sind... Sondern wir schicken die Menschen dahin. Ja. Cool. So, jetzt haben wir zumindest da keine. Am Tier könnten wir noch mehr. Obwohl, hier haben wir zwei Jobs und zwei Arbeitnehmer. Das Problem ist, die Arbeitnehmer sind Spezialisten. Die möchten ungern in den beiden noch freien Jobs arbeiten, weil das mehr oder weniger ungelernte Tätigkeiten sind. Okay. Wir haben genug Nahrung, wir haben genug, naja, könnten noch zwei Mining-Distrikte bauen oder nur einen, weil wir nicht genug... Okay, das muss dann erstmal reichen. Gut, machen wir das so. Sehr schön. Dann können wir nämlich diese Welt auch einfach besiedeln und können sie dann nachträglich in eine Gaia-Welt verwandeln. Das ist dann alles gar kein Problem für uns mehr. Und die sind super zufrieden hier. Ja, wir haben 42 Bewohner, 24 normale Menschen, 2 mit Gehirnschnecke, 8 Bergbots, 4 Camplers und 4 Nuber. Construction online. Und wir haben eine neue Welt terraformiert. Ja, 83% sieht gut aus. Das ist nicht das Sahara-System, sondern Gamma Draconis. Müssen wir auch noch umbenennen erstmal. Gamma Draconis ist hier unten. Okay. Also wir waren... Ja, so. Ja, Sahara. Ja. Wir sind Klasse F-Stern. Das nennen wir mal das Boreales-System. Ja. Und die Welt da drauf. Nennen wir Alaska. So. Ja, geht schon ganz gut. Also wir haben schon jede Menge mehr Bewohner, als wir hatten, als wir noch auf der Erde gelebt haben. Establishing Colony. Okay. Der hat hier nichts zu bauen, scheinbar. Nee. '19 von '88. Ja, da müssen wir was machen, aber auf Alexandria. Vom Xurakorp, okay. Willkommen bei der Xurakorp. Wir sind ein Konzern mit Hauptsitz dem Mecha-System und auf den Handel spezialisiert, also den Grundbaustein der Zivilisation, wie wir hier bei Xurakorp gerne sagen.
Bitte zögert nicht, uns zu kontaktieren, wenn ihr ein gutes Geschäft abschließen wollt. Ein wahrlich gutes Treffen. So, aber dann würde ich sagen, sind wir jetzt soweit für heute durch. Es ist ein bisschen was passiert. Wir haben ein super tolles Artefakt gefunden, was uns dabei helfen kann, hier die ganzen Planeten in einen Zustand zu bringen, wo sowohl Menschen sich wohlfühlen, als auch unsere neuen Freunde, die Kempler. Construction Online. Genau. Danke, jetzt ist richtig. So. Incoming Transmission. Oh, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Einladung zum Forschungsabkommen, sehr gut. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Like das Video und so weiter. Ciao.